Wir sollen hier diese Größen in diese neuen Einheiten ausdrücken. Es geht hier um Kubikzentimeter, Kubikmeter, um Liter, Zentiliter und so weiter. Deshalb müsste man die Verbindung kennen zwischen solchen Kubikeinheiten und solchen Litereinheiten. Die Verbindung zwischen Kubik und Liter liegt ganz einfach darin, ein Kubikdezimeter, das ist genau ein Liter. Um solche Größen mit diesen neuen Einheiten auszudrücken, ist es am einfachsten, diese zwei Tabellen vorzubereiten. Und schon können wir loslegen. Diese 25 Liter sind wie viele Zentiliter? Diese 5 tragen wir in die Literzelle ein und die 2 links davon, also so. Und wie viel Zentiliter sind das? Wir füllen einfach diese Zellen mit Nullen aus, bis wir in diese Spalte von Zentiliter gelangen. Und jetzt lesen wir diese Zahl ab, indem wir diese Null als Einerziffer ansehen, weil sie sich ja in der Spalte der neuen Einheit Zentiliter befindet. Wir lesen also 2500. Und somit haben wir herausgefunden, dass 25 Liter dasselbe ist wie 2500 Zentiliter. Hier wird jetzt gefragt, wie viele Kubikzentimeter 25 Liter sind. Durch diese Brücke zwischen Kubikdezimeter und Liter wissen wir, ein Kubikdezimeter, das ist ein Liter. Was also bedeutet, dass 25 Liter dasselbe ist wie 25 Kubikdezimeter. Also tragen wir diese 25 Kubikdezimeter in unsere Tabelle ein, indem wir diese Ziffer 5, die Einerziffer, in diese Einerzelle für Kubikdezimeter eintragen. Also so, wir lesen hier 25 Kubikdezimeter. Und gefragt wird, wie viel Kubikzentimeter sind das? Wir brauchen nur mit Nullen auszufüllen, bis wir in diese Einerzelle von Kubikzentimeter gelangen. Und jetzt lesen wir ab 25.000 Kubikzentimeter. Also 25 Liter, das sind 25.000 Kubikzentimeter. Jetzt hier, 250 Kubikzentimeter sind wie viel Liter? Zuerst einmal tragen wir diese 250 Kubikzentimeter in diese Tabelle ein, indem wir die 0, die Einerziffer, in die Einerzelle von Kubikzentimeter eintragen. Also so. So trägt man 250 Kubikzentimeter ein. Und wir möchten wissen, wie viele Liter das sind. Aber da ein Liter ein Kubikdezimeter ist, brauchen wir nur zu schauen, wie viel Kubikdezimeter das sind. Also füllen wir diese Zahl aus, indem wir da eine Null setzen und lesen jetzt diese Zahl ab, indem wir diese Null als Einerziffer ansehen. Das ist ja die Einerziffer für Kubikdezimeter. Also, wir lesen 0,25 Kubikdezimeter. Und das sind 0,25 Liter. Was also bedeutet, 250 Kubikzentimeter, das sind 0,25 Liter. Schauen wir hier. 1000 Kubikmeter sind wie viel Liter? Diese Ziffer 0 setzen wir in die Einerzelle von Kubikmeter, also tragen wir die Zahl 1000 so ein und wir möchten wissen, wie viel Liter das sind, also wie viel Kubikdezimeter das sind. Deshalb füllen wir diese Zahl weiter aus mit Nullen bis in die Einerzelle von Kubikdezimeter. Also so. Und jetzt lesen wir diese Zahl ab, indem wir diese Null als Einheitsziffer ansehen. Wir lesen also eine Million. Das heißt 1000 Kubikmeter, das sind eine Million Liter. Jetzt diese Rechnung. 0,25 Zentiliter sind wie viele Kubikzentimeter? Wir tragen zuerst diese 0,25 Zentiliter in diese Tabelle ein, indem wir die Einerziffer in die Zelle von Zentiliter hineinsetzen.
Also diese 0 schreiben wir in diese Zelle von Zentiliter. Der Rest ist rechts davon, also so. Und jetzt möchten wir wissen, wie viele Kubikzentimeter das sind. Dazu verwandeln wir zuerst einmal diese Zahl in Liter. Und dann gelangen wir zur Brücke von Liter zu Kubikdezimeter. Also diese Zahl in Liter erhalten wir, indem wir hier diese Zellen ausfüllen mit Nullen bis zur Spalte von Liter. Also so. Und wir lesen jetzt diese Zahl ab, indem wir diese 0 als einer Ziffer ansehen. Wir lesen also 0,0025 Liter. Also sind das auch 0,0025 Kubikdezimeter, weil ein Liter ja dasselbe ist wie ein Kubikdezimeter. Und jetzt wird noch gefragt, wie viele Kubikzentimeter das sind. Das brauchen wir nur hier abzulesen, indem wir diese 2 als einer Ziffer ansehen. Also sind das 2,5 Kubikzentimeter. Wir übertragen diese Zahl hierhin und die Übung ist beendet.